Hallo, ich möchte mir heute ein paar Gedanken machen zur ökonomischen Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit des Brückenstrompreises, der Energiesubventionierung der energieintensiven Industrie in Deutschland. Man sieht nämlich hier relativ schnell, dass hier einige grundlegende Rechnungen, die man machen müsste, damit das Ganze erfolgreich ist und Sinn macht, leider nicht gemacht worden sind. Und da habe ich ein bisschen was recherchiert und das möchte ich heute in dem Video bringen. Grundsätzlich kann es nur sinnvoll sein, den Energiepreis zu subventionieren, wenn man davon ausgeht, dass die Energiepreise momentan sehr teuer sind und in Kürze dann, wenn die grüne Energie so richtig fließt, ja, wieder deutlich günstiger werden. Ja. Ein Beispiel, wo so eine staatliche Subvention meiner Meinung nach sinnvoll und gut war in der Vergangenheit, war die Abwrackprämie für Neuwagen während der Wirtschaftskrise 2009. Damals in der Finanzkrise war also klar, dass wir uns in einer akuten Krise befinden, dass diese Krise aber irgendwann auch wieder vorbei sein wird. Im Nachhinein gesehen hat sie eigentlich nur ein Jahr, gut ein Jahr gedauert. Aus damaliger Sicht wäre auch zu rechnen gewesen, dass sie vielleicht 2 oder 3 Jahre lang dauert, bis man da wieder draußen ist. Aber es war damals klar, wir befinden uns in einer akuten Krise, die ihren Ursprung am Immobiliensektor in den USA oder auch ein bisschen in Spanien und in der Finanzindustrie hat. Die deutsche Autoindustrie ist davon eigentlich einmal unmittelbar nicht betroffen, leidet aber unter Sekundäreffekten. Und dann subventionieren wir also das Anschaffen von neuen Autos, um durch diese temporäre Nachfrage, um durch diese Zeit, wo die Nachfrage temporär massiv zurückgegangen ist, durchzukommen. Ja. Auf die Art kann ich also mit einer staatlichen Subvention Teile der Industrie, die sonst eingehen würden, über eine schwere Zeit drüber am Leben erhalten. Und wenn es dann wieder besser wird, dann ist die Industrie noch da. Das macht also meiner Ansicht nach durchaus Sinn. Aber die Gretchenfrage ist hierbei, dass das Ganze temporär sein muss. Ja? Ich kann nicht dauerhaft die Industrie mit Energiesubventionen am Leben erhalten, weil ich damit ja eigentlich nur das Ausland finanziere. Also wenn ich dauerhaft hohe Stromkosten habe und für die energieintensive Industrie subventioniere ich dauerhaft und nicht nur temporär den Strompreis, dann hat das nur den Effekt, dass das Ausland, dass zum Beispiel Chemieprodukte, die in Deutschland hergestellt werden, bekommt, Produkte bekommt, die zu dem Preis nur produzierbar sind, weil der Staat mitsubventioniert und somit der Steuerzahler. Das heißt, deutsche Steuerzahler zahlen hier, subventionieren hier Produkte, die dann in vielen Fällen ins Ausland gehen. Das kann also aus deutscher Sicht überhaupt keinen Sinn machen, wenn das dauerhaft der Fall ist. Und hier sieht man schon, dass die erste Rechnung eigentlich nicht aufgeht. Diskutiert wird ja momentan oder vom Herrn Habeck direkt ins Spiel gebracht, ein Brückenstrompreis, wie er das nennt, aber es fehlt eben genau die Brücke, ja, wie ich gleich zeigen werde, von 6 Cent. Vor kurzem habe ich in den Nachrichten gelesen, dass in der Nordsee oder in der Ostsee vor der deutschen Küste gerade eine Auktion stattgefunden hat. Die großen Energiekonzerne BP und Total haben gemeinschaftlich das Recht erworben, vor der deutschen Küste einen Offshore-Windpark zu erstellen. Und sie mussten für dieses Recht, das war eben bei einer Versteigerung, 12,6 Milliarden an die Bundesnetzagentur dafür bezahlen, um diesen Offshore-Windpark betreiben zu können. Wenn man sich die Kilowatt oder die Megawatt, die dann dort erzeugt werden, runterrechnet, und das hat die Ludwig-Erhard-Stiftung gemacht, dann kommt die zum Ergebnis, dass über die Lebensdauer von dem Offshore-Windpark allein die Kosten, die die beiden Konzerne Total und BP zahlen mussten an den Staat, um dort etwas bauen zu dürfen, 2,5 Cent je Kilowattstunde an Strom kosten. Das heißt, allein durch diese Steuer, die der Staat quasi einnimmt, dass die Konzerne das Recht erworben haben, dort einen Offshore-Windpark bauen und betreiben zu dürfen, entstehen schon mal Kosten von 2,5 Cent je Kilowattstunde.
Weiters entstehen 10 Cent je Kilowattstunde. Das sind die Baukosten, die man benötigt, um diese Offshore-Windanlage zu bauen. Und wenn man das dann eben über den Lebenszyklus dieser dieses Windparks berechnet und wie viel da voraussichtlich an Energie erzeugt wird, dann kommt man also drauf, dass allein durch die Baukosten die Kilowattstunde Strom, die dort erzeugt wird, in etwa 10 Cent ausmacht. Und wenn man dann noch plausible Annahmen für die regelmäßige Wartung und das Betreiben dieses Windparks mit einrechnet, dann ist man bei Kosten von ungefähr 15 Cent je Kilowattstunde. Das dürften also die reinen Produktionskosten noch ohne Steuern und so weiter auf eine Kilowattstunde Strom, die eben unter diesen Projektannahmen von BP und Total dann vor Deutschland, vor der Küste erzeugt werden. Also jede Kilowattstunde Strom, die dort erzeugt werden wird, wird in etwa 15 Cent kosten. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man Reservekapazitäten in der Hinterhand haben muss für die Zeit, wo einfach kein Wind weht und man andere Kraftwerke braucht. Hier gehen die Zahlen, wenn ich recherchiere, jetzt sehr stark auseinander, weil wenn man ein anderes Kraftwerk, das schon gebaut ist, nur nicht abschaltet, dann sind diese Reservenkosten natürlich viel niedriger, als wenn ich auf lange Frist gesehen auch irgendwann nochmal neue Kraftwerke, die grundlastfähig sind, in der Reserve bauen muss. Ja. Aber oft werden da Zahlen von 3 bis 5 Cent je Kilowattstunde genannt, eben pro Kilowattstunde, die in Windparks erzeugt wird, ist sicher auch standortabhängig, die ich eben nochmal extra brauche an Kosten indirekt, ja, weil ich konventionelle Kraftwerke in der Hinterhand haben muss, die windfreie Zeit ausgleichen. Das heißt, ich komme hier Pi mal Daumen ohne Anspruch auf hundertprozentige Exaktheit, aber auf 18 bis 20 Cent, die eine Kilowattstunde, die auf diese Art in der Nord- oder Ostsee produziert wird, im Endeffekt an Produktionskosten hat. Und hier sehe ich schon, dass das einfach dreimal so hoch ist, wie dieser Brückenstrompreis. Ja. Und das macht einfach keinen Sinn, wenn jetzt also durch die Abschaltung der Atomkraftwerke, ich möchte das jetzt politisch nicht werten, sondern nur die Stringenz aufzeigen, wenn ich also sage, wir haben jetzt, auch wenn die Energiewende voll geglückt ist und wir genug von diesen Windparks haben etc., wir haben also noch auf viele Jahre hinweg Kosten, die einmal schon in der Produktion bei 18 bis 20 Cent je Kilowattstunde liegen, dann kann ich eben die energieintensive Industrie nicht mit 6 Cent versorgen. Da müsste ich dauerhaft subventionieren und das heißt dann eben, dass deutsche Steuerzahler dafür Subventionen hergeben, dass die energieintensive Industrie weiterhin Produkte erzeugen kann, wo sie aber ihre Produktionskosten am Weltmarkt überhaupt nicht einspielen kann. Das heißt, ich muss dieses Produkte dauerhaft subventionieren und das macht einfach aus deutscher Sicht keinen Sinn. Das ist ein Wohlstandstransfer vom deutschen Steuerzahler hin ins Ausland und bringt auf lange Sicht gesehen nichts. Eben in Abgrenzung dafür, wenn das hier eine rein temporäre Situation wäre für die nächsten 18 Monate und dann würde der Strompreis wieder auf 6 Cent sinken, dauerhaft, dann könnte so eine Subventionierung durchaus Sinn ergeben. Das kann sich aber eben nicht ausgehen, wenn ich allein rechne, dass auch aufgrund der Auktionen, wo die Bundesnetzagentur eben in dem Fall 12,6 Milliarden, das ist ja keine Kleinigkeit, eingenommen hat, ja, dass allein aufgrund, wenn ich jetzt rechne, was ein neuer Offshore-Windpark, der ohnehin einen deutlich höheren Wirkungsgrad hat als ein Onshore-Windpark, dass ich also allein dorten Produktionskosten je Kilowattstunde von 18 bis 20 Cent habe. Eben nochmal ungefähr 15 Cent pro Kilowattstunde wirklich unmittelbar in der Produktion, die man die Kilowattstunde Strom kostet, plus 3 bis 5 Cent Aufschlag
für Reservekapazitäten, die ich in der Hinterhand haben muss. Aber selbst wenn ich die nicht dazu rechne, wäre ich also bei 15 Cent, was auch schon mehr als 100% über dem Brückenstrompreis, den der Herr Habeck vorgeschlagen hat, liegt. Das macht also so keinen Sinn. Es ist sogar kontraproduktiv, weil es verhindert einfach die Anpassung. Wenn ich sage, ich möchte in Deutschland keine Atomkraft haben, ich entscheide mich für eine Art Energie zu produzieren, die einfach gewisse Kosten hat. Kosten, die eben bei über 20 Cent pro Kilowattstunde, wenn man alles zusammenrechnet, mit Stromtrassen und so weiter liegen. Dann heißt das, dass die Industrie sich einfach anpassen muss und energieintensive Produktion dann halt einfach ins Ausland, zum Beispiel nach Saudi-Arabien oder nach Dubai, abwandern muss. Wenn ich diese Anpassung verhindere, dann schade ich ökonomisch mehr, als ich an Nutzen bringe, weil es eben auch verhindert, dass diese Arbeitskräfte frei werden und woanders eingesetzt werden können. Also wenn ich dauerhaft, und es schaut danach aus, Energiepreise habe, die allein in der Produktion bei über 20 Cent je Kilowattstunde liegen, dann macht es keinen Sinn, eine Industrie, die nur weltmarktfähig produzieren kann, wenn ich Kosten von 6 oder 8 Cent je Kilowattstunde habe, wenn ich die dauerhaft subventioniere. Und auch das handwerkliche Ausformulieren, was ich also jetzt der Presse entnommen habe, ist einfach in vielen Punkten ökonomisch Irrsinn. Ja? Also die an sich irrsinnige Energiepolitik, ja, mit bereits gebaute umweltfreundliche Kernkraftwerke abschalten und dann auf Kohle zurückzugreifen. Ja. Also die erste Absurdität versuche ich jetzt durch eine Fülle an staatlichen Eingriffen zu reparieren und mache aber, glaube ich, die Dinge hier einfach nur schlechter. Ich habe mir hier einige Ideen, die in der deutschen Presse besprochen werden, nämlich die von der Politik kommen, die gerade verhandelt werden, angeschaut. Also eine gute Idee habe ich auch gefunden. Das ist die Stromsteuer, die momentan in Deutschland bei 1,54 Cent pro Kilowattstunde liegt, soll für alle produzierenden Unternehmen auf ein Minimum, das in der EU vorgeschrieben ist, von 0,05 Cent runtergehen. Ja. Das ist einmal eine ökonomisch sehr sinnvolle Regelung. Ja. Natürlich fällt man dann durch einen Teil der Steuern aus und ich muss das irgendwie finanzieren, aber es ist einmal sehr leicht umsetzbar. Es ist eine Steuer, die einfach nicht mehr eingenommen wird. Es erfordert kaum einen bürokratischen Aufwand. Viel kritischer ist schon zu sehen, die Diskussionen, wer dann eigentlich in den Genuss von Strompreissubventionen kommt. Ja. Da stellen sich mir persönlich schon etwas die Nackenhaare auf, wenn ich so Ideen lese, die aber jetzt nicht von irgendeinem Spin-Doktor kommen, sondern die durchaus jetzt gerade in der deutschen Regierung diskutiert werden und auf Pressekonferenzen genannt werden. Da ist zum Beispiel die Idee, dass in den Genuss dieser Energiesubventionen die 350 in energieintensivsten produzierenden Konzerne bekommen sollen, die in starker Konkurrenz zu anderen Konzernen am Weltmarkt stehen. Ja. Hört sich vielleicht im allerersten Moment irgendwo vernünftig an, ja, weil die genau werden es brauchen. Ja. Ich stelle mir da nur sofort die Frage, wer definiert das? Wie definiere ich das? Ja? Wenn ich also die 350 energieintensivsten Konzerne habe, dann habe ich ja das Problem, wenn ich sage, je energieintensiver ihr produziert, also je Euro Umsatz, je mehr Energie ihr einsetzt und so irgendwo muss ich das messen, dann schaffe ich ja Anreize, dass die Unternehmen eigentlich noch ineffizienter mit Energie umgehen. Also das Gegenteil von dem, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt sage, gut, wir machen das nicht aufgrund der heutigen Zahlen, damit man eben in Zukunft nicht Energie verprasst, sondern wir regeln es aufgrund der vergangenen Zahlen und nehmen zum Beispiel die Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2021 als Basis, ja, oder auch vor Corona 2019, ja, dann habe ich das Problem, dass ich genau jene Konzerne bestrafe, die in den letzten Jahren besonders viel in Technik investiert haben, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Und ich belohne diejenigen, die überhaupt nicht an die Zukunft quasi langfristig gedacht haben, sondern die eben den ältesten und schlechtesten Wirkungsgrad hat. Ja. Das sind also einfach meiner Meinung nach Ideen und Gesetze, die einfach auch handwerklich schlecht sind. Da geht es gar nicht nur darum,
ob ich jetzt das Geld habe, was ja, glaube ich, auch in Diskussion ist, wo gerade der Verfassungsgerichtshof in Deutschland beschlossen hat, dass hier eigentlich Geld ausgegeben wurde, was gar nicht da ist. Ja. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Sondern auch wenn ich sage, ich habe den politischen Willen, dass ich das durchführe, dann ist das auch einfach handwerklich schlecht ausgeführt. Auch der zweite Teil dieser Bedingung, dass das vor allem Konzerne treffen soll, die im besonderen Wettbewerb sich international befinden. Ja, wer regelt denn das dann wieder? Ja? Das führt dann dazu, dass im Endeffekt, glaube ich, am ehesten die Konzerne in den Genuss dieser Subventionen bekommen, die besonders gute Anwälte, Gutachter und so weiter beschäftigen. Ja? Also meiner Meinung nach haben Regeln, da könnte man, ich weiß allerdings nicht ganz mehr ganz genau, wie das damals ausformuliert war, aber da kann auch durchaus die Abwrackprämie in Deutschland, glaube ich, 2009 als Positivbeispiel herhalten, wenn ich sage, für jeden Neuwagen, der gekauft wird, der subventioniert über eine bestimmte begrenzte Zeit der deutsche Staat 2500 Euro, ich glaube, es war damals eine feste Summe, dann ist es zumindest eine sehr, sehr einfache Regelung. Ja. Kann man natürlich, und ist damals ja auch worden, darüber diskutieren, ob man jetzt jemanden, der ohnehin sehr viel Geld hat und sich ein teures Auto kauft, auch noch 2500 Euro subventionieren muss. Ja. Aber die Regelung hat zumindest den Vorteil, dass sie klar und einfach umsetzbar ist. Ja. Was ein Auto ist, ist schon gesetzlich definiert. Das ist irgendwo typisiert und zugelassen. Wenn es dann neu produziert wird und verkauft wird, dann ist das ohnehin auch ein Prozess, der gut dokumentiert ist. Und dann fließt an einer bestimmten Stelle in diesem Prozess eine Subvention. Wenn ich also sage, ich subventioniere hier jetzt bei dem Brückenstrompreis 350 energieintensive Unternehmen, dann habe ich auch wieder das Problem, es wird ein paar Unternehmen geben, die wissen genau, sie sind drinnen. Und es wird ein paar Unternehmen geben, die sind ohne jede Chance dort reinzufallen. Aber an dem Randbereich gibt es ja auch jede Menge Unternehmen, für die keinerlei Planungssicherheit da ist, weil sie jetzt nicht genau wissen, fallen sie da rein oder fallen sie da nicht rein. Eventuell muss ein Unternehmen schon relativ viel Kosten, nämlich meiner Meinung nach eher sinnlose Kosten, eben von Gutachtern und Juristen stemmen, ja, die nachweisen wollen, dass man die Kriterien erfüllt, und dann kommt aber vielleicht ein Jurist und Gutachter auf der anderen Seite vom Staat, wenn dann auf einmal jemand draufkommt, wie viel das kostet und dass das vielleicht auch Leute ausnutzen, die es gar nicht unbedingt bräuchten. Das erinnert ein bisschen an die Corona-Subventionen. Also das ist einfach ein riesiges Arbeitsschaffungsprogramm für ja, Gutachter und Juristen, meiner Meinung nach, so wie das geplant ist. Ja. Ich habe dann auch noch gelesen, es soll 90 massiv energieintensive Supercaps geben, so wird das in der Presse bezeichnet, also 90 Unternehmen, die besonders viel Energie verbrauchen. Also auch hier wieder negativ Anreize, Unternehmen, die vielleicht früher mal darunter gefallen wären und in den letzten Jahren sehr viel investiert haben, um da nicht mehr drunter zu fallen. Also irgendwie muss ich das Ganze definieren. Eine einfache Definition wäre eben Energieaufwand pro Euro Umsatz. Ja. Wenn ich das zu kompliziert mache, ja, vielleicht noch mit dem guten Willen, diejenigen, die zu wenig in der Vergangenheit investiert haben, die schließe ich da aus. Dann muss ich also auch noch Investitionen der Vergangenheit mit reinnehmen. Ja, das wird also immer komplizierter. Und diese Supercaps sollen jetzt so subventioniert werden, dass sie nur mehr maximal 1,5% ihrer Bruttowertschöpfung an CO2-Gebühren bezahlen müssen. Ja. Also ich frage mich echt, wer auf solche Ideen kommt, oder ich kann mir es vorstellen, teilweise habe ich in diesen Bereich auch hineingeschnuppert, ja, wenn man im Staatsapparat 15 Leute, die aus verschiedenen Gegenden kommen, inhaltlich zusammensetzt, ja, und die nach ihrer Meinung fragt, dann kommt am Schluss irgendwas raus, was sehr gut gemeint ist, was in der Theorie nahezu perfekt ist, aber in der Praxis einfach nicht wirklich funktioniert, weil es jede Menge Aufwand schafft, überhaupt zu überprüfen, wer jetzt in den Genuss kommt. Aber das Kernargument ist eigentlich wirklich, und das ist wirklich ökonomischer Unsinn, wenn ich jetzt einen Energiestrompreis subventioniere, der aber weit unter dem ist, was langfristig die Produktionskosten sind. Ja? Also dann macht das einfach keinen Sinn. Nochmal, Sinn würde es dann eventuell machen unter bestimmten Voraussetzungen. Auch dann müsste ich das handwerklich besser gestalten.
Aber Sinn würde es dann machen, wenn ich jetzt einmalig teure Energiekosten habe und ich wüsste, in ein, zwei Jahren sind die wieder deutlich günstiger. Aber genau das ist eben nicht in Sicht, ja, und das kann man eben zeigen, wie das zum Beispiel die Ludwig-Erhard-Stiftung gemacht hat, wenn man relativ simpel eben ausrechnet, was kosten eigentlich dieser Offshore-Windpark dann die Kilowattstunde Strom. Offshore-Windparks sind sowieso effizienter als die allermeisten Windräder an Land, ja. Und wenn ich aber dort Energiekosten habe, die langfristig bei knapp oder über 20 Cent die Kilowattstunde bin, dann würde das allerhöchstens Sinn machen, wenn ich bei den immens hohen Energiepreisen in Deutschland jetzt den Energiestrompreis, zu dem ich subventioniere, eben auf 25 Cent hingebe, wenn es Firmen gibt, die also aktuell noch deutlich mehr zahlen würden, wenn ich erwarten könnte, dass ich langfristig auf diese 25 Cent je Kilowattstunde komme, ja, dann kann ich über eine Zeit lang, wo die Energiekosten noch höher sind, die Unternehmen am Leben erhalten, dass sie dann, wenn der Strompreis wieder fällt, noch mithalten können. Aber wenn ich auf einen Strompreis runtersubventioniere, den ich selbst nie erreichen kann, und das ist hier einfach eindeutig der Fall, wenn man 2 und 2 zusammenrechnen kann, dann passiert eben nur das, dass ich deutsches Steuergeld in die Hand nehmen muss, ja, um eben Produkte, die überhaupt nicht mehr weltmarktfähig sind, durch Subventionen weltmarktfähig machen. Und im Endeffekt kann dann zum Beispiel ein Inder oder ein Pole oder ein Spanier ein deutsches Industrieprodukt um 70 Cent kaufen, das eigentlich Produktionskosten von 1 Euro hat. Und wenn ich das dauerhaft habe, dann macht das einfach für Deutschland keinen Sinn, weil ich dauerhaft das Ganze subventioniere. Also wenn man momentan auch aus Österreich, obwohl wir durchaus nicht die Insel der Seligen sind und auch bei uns einiges falsch läuft, aber wenn man momentan sich die deutsche Presse etwas durchliest und die Ideen, wie man Sachen hier ausgestaltet, man kommt aus dem Wunder, aus dem Wundern einfach nicht mehr wirklich raus. Und viele Sachen kann man eben relativ leicht Pi mal Daumen nachrechnen. Es gibt schon sicher Gesetzesvorhaben und Modellierungen, die notwendigerweise sehr komplex sind. Ja. Aber eben zum Beispiel die Energiesubvention ist es nicht. Ja. Ich kann mit gewissen Annahmen, und das kann ich transparent vorrechnen, wie hoch wären die Stromerzeugungskosten in Deutschland unter der Voraussicht, dass eh alles gut läuft, ja, 2027 sein. Und wenn ich dann einen Energiestrompreis habe, der unter dem liegt, dann ist es einfach meiner Ansicht nach ökonomisch sinnlos. Ja, dazu wollte ich mal was sagen. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Grüß euch.